Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier bei der Destiny Infobase. Mein Name ist Christopher und heute soll es um das Festival der Verlorenen gehen. Wer es nicht weiß, das Festival der Verlorenen, das ist sozusagen ein Fest, was es seit Destiny 1 gibt und das ist eben da, um die verlorenen Hüter zu trauern, beziehungsweise um diese verlorenen Hüter oder gefallenen Hüter zu ehren. Und das ist nichts anderes als das Halloween-Event von Destiny. Das startet aber bereits am kommenden Dienstag, am 29. Oktober tatsächlich, und geht dann bis zum 19. November. Also es geht eine Weile, wenn man sich das anschaut, ne? Das ist nächste Woche, das sind dann ganze 3 Wochen, die das Ganze geht. Und in diesem Zeitraum verwandelt sich der Turm in etwas Düsteres. Ne? Der Turm, der sieht dann entsprechend der dunklen Halloween-Thematik natürlich etwas düsterer aus. Und es gibt jede Menge Aufgaben, die dann eventspezifisch ins Spiel kommen. Und viele, viele andere Sachen, und die möchte ich jetzt natürlich hier einmal aufzählen. Also zum einen ändert sich natürlich die Optik des Turmes, was ich schon erwähnt hatte. Und unser Ansprechpartner für dieses Event, wie könnte es denn anders sein, ist die gute Eva Levante. Auf sie müssen wir also zukommen, wenn es um solche Sachen geht, wie zum Beispiel eventspezifische Belohnungen oder eben Beutezüge. Denn Eva Levante wird, ganz einfach Beutezüge zum Festival der Verlorenen anbieten. Die bringen uns dann Glimmer, Erfahrungspunkte und noch viele weitere Sachen, wie zum Beispiel die Schokomünzen. Und das ist im Prinzip eine Eventwährung und mit diesen Schokomünzen können wir uns dann die Masken aus diesem Festival oder Maskenornamente aus dem Festival kaufen. Die zeige ich euch mal hier, die sehen ganz lustig aus, gab es auch in Destiny 1 in ähnlicher Form, also da konnte man auch mit einer Meister Raoul Maske rumlaufen und die sind eben, wie es aussieht, Maskenornamente, also die könnt ihr über eure Rüstung im Prinzip drüber ziehen. In Destiny 1 war es noch so, da waren es dann extra Sachen, wurde hier geändert. Aber nicht nur das kommt natürlich neu, also nicht nur Beutezüge und diese lustigen Masken, sondern eben auch Triumphe, die wir unter anderem abschließen können. Und das Everversum bekommt auch das ein oder andere Item. Und hier müssen wir jetzt mal schauen, da gibt es nämlich für jede Hüterklasse spezielle Geisthüllen natürlich, Sparrows, Gesten und eine Art Halloween-Ornament oder Rüstungsornamente. Und hier sagt Bungie, beziehungsweise der Community Manager von Bungie, dass diese im Verlauf eben auch über die Ingame-Währung Glanzstaub dann erhältlich sein werden. Also hier wird ganz klar klargestellt im Prinzip, ja, das gibt es auch für Glanzstaub. Wann welches Item aber für Glanzstaub kommen wird, das sagt Bungie nicht. Also hier auch nochmal eine Übersicht von den schönen Sachen. Also da gibt es echt coole Flugschiffe zum Beispiel. Eines der beliebtesten Items kehrt zurück, auch aus dem letzten Jahr, der Besen Sparrow. Letztes Jahr war es so, den konnte man dann nicht behalten, der war dann weg tatsächlich. Jetzt kann man ihn auch über dieses Festival hinaus eben behalten, den Besen Sparrow. Und hier müssen wir aber einen kritischen Blick drauf werfen, denn wir wissen letztendlich nicht, welche Items werden erst für Silber zugänglich und wann werden welche Items für Glanzstaub. Wird der Großteil vielleicht komplett auch für Glanzstaub erhältlich sein? Das kann man momentan nicht sagen, leider Gottes. Das werden wir dann zum Event feststellen, da werden wir auch ein extra Video nochmal zu machen. Aber das sind die Sachen, die es gibt. Zusätzlich gibt es auch nochmal eine festivalbezogene Waffe. Das ist eben ein Automatikgewehr, der sogenannte Braytech Werwolf. Ne? Passt ja zur Halloween-Thematik, dass der Werwolf kommt und das ist tatsächlich eine Automatikwaffe im Power-Slot. Und sobald man diese Waffe dann als Meisterwerk mit 950 von Eva bekommen hat, kann man dann zufällige oder random Rolls auf die Waffe hauen. Das ist auch nochmal eine sehr interessante Geschichte. Ja, woher bekommt ihr die Waffe? Tatsächlich ist das nämlich keine Exo-Quest oder sonstiges. Nein, nein, nein. Bungie hat die Süßigkeiten zurückgebracht. Es gibt so eine Art Wundertüten und in denen kann man eben das sozusagen diese Waffe ziehen als legendäre Automatikwaffe im Power-Slot. Also keine Exotik, nichts, aber
Wie gesagt, ihr könnt dann die Random Drops draufhauen und das ist schon ganz interessant, muss man sagen. Zusätzlich wird es auch eventspezifische Rüstungsmods geben. Das heißt, ähnlich wie bei den saisonalen Artefakten wird es Mods geben, die sich diesmal aber, wie gesagt, auf das Event beziehen. Die werden danach weg sein. Aber wir hatten es zum Beispiel zu einem Event, dass wir Granaten werfen konnten, wie bescheuert. Das wird jetzt in einer ähnlichen Form zurückkommen. Wir haben zum Beispiel eine Mod, die erhöht die Schadensresistenz in der Luft. Dann haben wir eine andere Mod, die erhöht Schaden gegen herausfordernde Feinde. Also in solche Richtungen wird das gehen. Diese Festival-Mods könnt ihr euch sozusagen dann auch als zusätzliche Boni eben holen. Und die gelten dann für den Spukforst. Und das ist jetzt auch meine Überleitung zum nächsten Thema. Natürlich kehrt auch der Spukforst zu Halloween wieder zurück. Also der Immerforst auf Merkur, der wird deutlich dunkler, finsterer und düsterer und wird zum Spukforst. Dort stellen wir uns eben sehr dunklen und geheimnisvollen Feinden und müssen die platt machen. Und dafür sind diese Modi zum Beispiel, diese Rüstungsmods gedacht, um die dann eben auch einzusetzen. Denn es sieht so aus, es wird dieses Mal, werden dann natürlich auch Albträume in dem Spukforst unterwegs sein. Und dafür ist das natürlich wichtig. Also jede Menge neuer Content, neuer Loot, der hier tatsächlich zu diesem Festival kommt. Zusätzlich kommen nächste Woche ja auch noch, es kommt eine neue Exo-Quest, es kommt ein neuer PvP-Modus ins Spiel und, also, und der Dungeon, den darf man auch nicht vergessen. Also ab nächster Woche Dienstag geht definitiv eine jede Menge ab hier im Destiny-Universum. Damit ihr davon nichts verpasst, gebt es doch erstmal einen Daumen hoch, erstmal, wenn ihr das Video liked, und um nichts zu verpassen, abonnieren und die Glocke aktivieren, um in Zukunft dabei zu sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und das Team der Destiny Infobase wünscht bis dahin guten Loot im Licht des Reisenden. Musik